Ja, hallo liebe Heli-Freunde, genau, da bin ich wieder. Heute geht's weiter im Projekt T-Rex 600 ESP. Aufbau, einstellen, einfliegen. Und zwar heute geht es um das Heck. Das ist wieder nicht sehr spektakulär. Nur das Aufkleben des Kugellagers ist vielleicht etwas figlinsch, aber das werden wir gleich sehen. Und schon geht es los. Ja, also als allererstes muss erstmal dieses Kugellager in die Gummihalterung eingebracht werden. Das ist eigentlich nicht sehr schwer. Einfach reindrücken und darauf achten, dass es gerade und vernünftig drin sitzt. So, nun geht's weiter. Elaine sagt, dass dieses Kugellager, das soll auf den Starrantrieb aufgeklebt werden. Und zwar eben nicht genau in der Mitte, sondern etwas versetzt von der Mitte aus. Und zwar 5 cm zum Bug des Helis hin. Die Welle ist 70 cm lang. Das macht dann 35 für die Hälfte. Davon ziehe ich dann einmal noch 5 cm ab. Dann bin ich bei 30 cm angelangt. Wie gesagt, hier war vorne der Bug des Helis. Und somit klebe ich dieses Teil genau bei der Marke 30 cm auf meinen Starrantrieb. Und Leute, passt auf, saut nicht rum. Einmal Kleber im Kugellager und Kugellager in die Mülltonne. Ich werde noch die Stelle, die Klebestelle, ein ganz klein bisschen minimal aufrauchen. So, Klebestelle mal ein bisschen aufrauen. Ich habe hier so einen kleinen Streifen geschnitten, so einen Schmirgel. Und werde das jetzt mal ein bisschen bearbeiten. Auf keinen Fall zu viel aufrauen, sonst wird die Stelle immer dünner. Und das ist sowieso schon dünn genug fürs Kugellager. Das flutscht nämlich schon wieder ganz schön gut durch. Ich denke, das Ergebnis kann man jetzt gut sehen von der aufgerauten Stelle. Das werde ich dann gleich entfetten. Ich werde dann auch das Kugellager entfetten, die Klebefläche. Und dann werde ich mal sehen, dass ich das Ding darauf gebastelt kriege. Mal sehen, ob das klappt. Und passt bloß auf, dass ihr kein Kleber ins Kugellager kriegt. Das ist sowieso zu viel. Wollen wir den mal ein bisschen verteilen, den Kleber. Oh, und wieder meine Griffe davor, gell? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, bloß nicht zu viel Kleber. Das schiebt sich vom Kugellager her. Und das ist dann Schrott, das Kugellager. So, okay. Zum Trocknen habe ich es so abgelegt hier, damit das nicht verkantet beim Trocknen. Ich hoffe, das hält. Ich bin gespannt. 30 cm, Moment, ja, 30 cm ist wer hier und stimmt. Teil scheint richtig zu sitzen und zu drehen scheint es sich auch noch. Okay, das war das Kugellager. Ja, Mensch, also echt, von wegen mal eben so zusammenbasteln, das war es ja auch noch nicht. Also ich habe eben erstmal versucht, das Horizontalleitwerk zu montieren an die Halterung der Abstrebungen. Und das ist mir dann auch gelungen, wie ihr seht. So, Finger davor, Finger weg. Diese Schrauben stimmen nicht mit der Zeichnung überein. Die Längen, die sind wesentlich länger, die Schrauben, die dafür benötigt werden. Die sind aber auch schon da drin eingeschraubt. Achtet darauf, dass die Bohrung nach vorne zeigt. Ich werde es mal eben zeigen. Da kommt nämlich die Abstrebung ran, sonst hakt das. Ja, nun habe ich das Ding doch zusammengekriegt. Jawohl. Okay, das war das. Ja, und so ist das Ganze dann angeordnet. So, wo ist mein Zeiger? Die Servohalterung ist bereits montiert. Genauso wie das Ansteuergestänge und die Führung fürs Ansteuergestänge. Ja, Leute, ich muss leider meinen Handschwenk machen jetzt. Das klappt sonst nicht. Das Höhenleitwerk ist montiert. Die zweite Führung für die Ansteuerung. Und hinten ist es noch leer. So, für die Endmontage baue ich schon mal die Verschraubung rein. Und zwar ist es vorteilhaft, erst die Mutter reinzusetzen, festzuhalten und dann die Schraube rein zu drehen. Natürlich nicht anziehen. So, ganz locker leicht fest. Und vor der Endmontage kann es auch nicht schaden, das Teil mal zu überprüfen, hier mechanisch zu checken und vor allen Dingen diese Schrauben mal, diese Lütten-Lütten-Schrauben mal ein bisschen nachzuziehen. Genau. Jo, die Schrauben sind drin und dann können wir jetzt das Heckrohr reinbauen und den Starrantrieb und das wird nochmal eine etwas figelinsche Angelegenheit.
Und nun noch was Wichtiges, vor dem Einbau des Starrantriebs in das Heckrohr ist es wichtig, dieses Gummiteil ein bisschen zu ölen, damit es leicht gleitet, sonst kriegt ihr das Ding nie rein, vor allen Dingen darf es nicht verkanten. Ich habe mich dafür Silikonöl entschieden, weil es Gummi nicht angreift und eigentlich auch ein Gummi- und Lederpflegemittel ist. Okay, und das mache ich gleich mal. Ja, ich habe mich also für folgende Methode entschieden. Ich stecke also den Starrantrieb schon mal in das Gehäuse rein. Und dann habe ich das natürlich eingeölt, diese Gummihalterung. Dann schiebe ich das Heckrohr einfach so rauf, einfach mal so. Natürlich ist das ein bisschen gefummelt, das erstmal da reinzukriegen. Nicht mit Gewalt, falls es nicht gleich flutscht, bisschen hin und her, bisschen Gymnastik. Bei mir geht es ganz gut, weil ich das nämlich auch schon mal drin hatte. Deswegen ist es überall ein bisschen Öl auf dem Heckrohr. Und dann wird es hier reingeschoben bis zum Anschlag. Und jetzt ist das Bild natürlich zu klein. Und wie ihr seht, das Heckrohr ist drin und der Antrieb lugt da raus. Ne? Und Leute, er dreht sich sogar, der Antrieb. Das war das Einführen des Starrantriebs. Das sieht schon nicht schlecht aus. So, das Heck ist inzwischen reingesteckt in den Hauptrahmen, wie ihr seht. Das war also ziemlich problemlos, rastet gut ein, passt alles klasse. Pro Seite werden 6 Schrauben verwandt, 6 selbstschneidende Schrauben mit natürlich entsprechenden Scheiben obendrauf. Ich habe alles noch nicht ganz fest angezogen, um mal zu gucken, ob alles gut sitzt. Aber im Augenblick sieht das mal ganz gut aus. Und man bekommt schon mal so einen Eindruck, wie groß der Heli werden kann. So, Sicherung des Heckrohres. Diese kleine Schraube hier, das ist eine, ich glaube, das ist 5 mm lang. Die sichert das Heckrohr. Bevor ihr diese Schrauben andreht, schraubt diese Schraube rein und probiert am Heckrohr aus, versucht es mal rein und raus zu ziehen, ob die Schraube auch fasst. Die schnäbelt nämlich in ein kleines Loch im Heckrohr rein. Wenn das geschehen ist, dann könnt ihr auch die anderen Schrauben anziehen. So, meine Lieben, und zur Krönung, zur absoluten Krönung dieses Bauabschnittes, die Montage des Hecks. Locker reinschieben. Es dreht sich alles. Und ein bisschen, ich ziehe es mal einfach mal locker an, dass es erstmal fest sitzt. Und fertig. Was mich wundert, das ganze Heck wird durch diese eine Schraube gehalten. Naja, wenn das mal gut geht, ne? Okay. Meine Herren, und der Heilmann hat eine Brille auf. Genau, der kann ohne Brille auch nicht mehr so gut gucken. Ja, das war's mit dem Heck. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Draußen ist es noch hell, ausnahmsweise mal. Und ich muss jetzt mal rauchen, jetzt was trinken. Okay, das war's. Euer Heli Ernst. Nein, das war's noch nicht ganz. Das Ding hat noch gefehlt. Die Finne, Mensch, ich wundere mich schon, warum der Heli dauernd runterknallt auf dem Tisch. So, hierzu gibt's auch noch einen Tipp. Dieser kleine Haken, der sieht zwar irgendwie nett aus, ist aber völlig Käse und Scheiße. Mir ist das Ding nämlich mal im Gras hängen geblieben beim 450er Heli. Das war genichtet sehr angenehm. Also Leute, feilt diesen scheiß Haken oder schleift diesen scheiß Haken da ab. Der stört nur. Keiner braucht diesen Haken.